Hallo meine lieben weltraumreisenden Überlebenskünstler da draußen und herzlich willkommen hier zurück bei 60 Parsecs. Wir beenden nun Tag Nummer 6 und haben Emmet hier die Aufgabe gegeben, ein, ich glaube, Signal zu überwachen, ne? Oder? War es ein Signal? Ein Signal. Er wird schon wissen, was er tut. Und wir beenden jetzt Tag 6 und werden wahrscheinlich an Tag 7 sterben oder sowas in der Art und Weise. Was ich nicht hoffe, aber es kann passieren. So, Tag 7. Eieiei, jetzt stimmt irgendwas mit uns. Erster Kontakt. Captain, das musst du dir ansehen. Ich bin wirklich nicht schnell aus der Ruhe zu bringen, aber das ist einer der größten Momente für die Menschheit und die von Menschen geschaffene KI. Wir sind nicht allein im Universum. Wir konnten endlich die Signale entschlüsseln, die wir empfangen haben. Sie stammen von Aliens, also von anderen Lebensformen. Und nein, damit meine ich nicht die Kommis, also die Kommunisten. So etwas haben wir noch nie zuvor gesehen. Anscheinend gibt es einige intelligente Zivilisationen in dieser Galaxis. Die Signale kommen von überall. Wir könnten mit Sicherheit sagen, dass wir früher oder später auf einige von ihnen treffen werden. Unser oder insbesondere dein Leben wird sich für immer verenden, Captain. Verändern, Captain. Verenden wäre, kann auch passieren. Emmet hat fantastische Arbeit geleistet. Er konnte ein paar der elektromagnetischen Interferenzen zu einer Art potenziellen Landepunkt auf unserer Flugbahn zurückverfolgen. Unsere voraussichtliche Dauer bis zur Ankunft auf dem Himmelskörper, was auch immer das sein mag, beträgt T-3. Oh fuck. Minuten, Sekunden, Tage, Jahre. Du bist am Verhungern, Captain. Eine Portion Suppe wäre nicht schlecht. Baby ist am Verhungern. Kannst du ihm auch eine Portion verschaffen? Baby hält sich für einen Freund von dir. Hält sich für einen Freund von dir. Emmet ist am Verhungern. Er sollte nicht so lange ohne Essen auskommen müssen. Okay, also. Jetzt sind wir an den Punkt gekommen, wo alle ein bisschen am Verhungern sind. Deswegen sollten wir jetzt hier einfach mal allen eine Suppe gönnen, um quasi wieder für ein paar Tage zu überleben. Denn Suppe sorgt dafür, dass die Leute mehrere Tage ohne weiteres Essen auskommen können. Habe ich jetzt hier eigentlich irgendwelche Punkte? Nein. Das Lustige ist, dass sie jetzt hier Panik bekommen, eventuell wegen Lebensform und so weiter und so fort. Und wir haben ja eigentlich schon so ein Alien-Versteck mit Suppe gefunden gehabt, ne? So, geht's uns eigentlich ansonsten gut? Ansonsten geht's uns gut. Wir sind nur am Verhungern. Gut, was gibt's jetzt hier noch? Wir haben eine kleine Metallschachtel in einem der Fächer gefunden. Darauf steht an Sert. Bitte öffnen. Du könntest das Schloss auseinandernehmen und dir also ein paar Materialien sichern. An dem Inhalt kommst du dann aber nicht. Du könntest auch versuchen, sie zu öffnen, wenn du dann geschickt genug bist. Wofür du, entscheidest du dich? Ich entscheide mich auf jeden Fall für Intelligenz. Also Geschicklichkeit schaffe ich halt einfach nicht. Deswegen, ich nehme das, was ich kriegen kann. Wo ich einfach glaube, dass ich auf Nummer sicher gehen kann. Tag Nummer 8. Wenn es eingeblendet wird, wissen wir, dass ich recht habe. So. Mit dem Schloss der Schachtel herumzufriemeln hat sich nicht gelohnt. Nein! Du hast seinen Anti-Manipulationsmechanismus ausgelöst und ein Geräusch gehört, als würde im Inneren etwas zerbrechen. Der Inhalt der Schachtel wurde zerstört, was dich und deine Besatzung unglaublich frustriert zurückließ. Unser Kurs ist unverändert. Schon bald kommen wir an den möglichen Landeplatz an geschätzte Ankunft in T-2. Du bist weiterhin hellwach, hungrig und die anderen sind es ebenfalls. Oh Mann, wie gemein, ich habe nichts bekommen, aber auch wirklich gar nichts. Das Leben ist hart und gemein. Captain, ich erfasse ein großes Objekt unbekannten Ursprungs ganz in der Nähe. Es ist hohl. Darin könnten sich Vorräte befinden oder vielleicht sogar andere intelligente Lebensformen. Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Soll ich unseren total tollen Traktorstrahl aktivieren? Ja, das ist der offizielle Name. Charlene vom Astrobürger Hauptquartier hat die Namensrechte bei der Weihnachtstombola gewonnen. Oh Gott, der total tolle Traktor. Also gut, wir aktivieren ihn auf jeden Fall. Egal, was da kommt, wir wollen es haben. Wir haben ja sowieso nichts. Deswegen, wenn du nichts zu verlieren hast, außer dein Leben, und du weißt, du verlierst dein Leben sowieso auf lange Sicht hin, dann sollte man auch Risiken eingehen. So, Tag Nummer 9. Du hast das mysteriöse, hohle Weltraumding an Bord geholt und geöffnet. Leider war darin versteckte Leider war der darin versteckte Astronaut schon lange tot. Verwesung im All ist äußerst interessant, Captain. Ich habe viele nützliche Nein, du hast recht, Verzeihung. Möge er in Frieden ruhen. Diese Erfahrung hat sich negativ auf die geistige Gesundheit der gesamten Besatzung ausgewirkt. Ihr habt ständig vor euch hingemurmelt. Das hätte ich sein können. Eure Verwendung des Konjunktivs verwirrt mich, Captain. Das könnte immer noch passieren.
Der Bordcomputer ist unglaublich nützlich für unsere Psyche, ne? Planet oder nicht, worauf auch immer wir zusteuern, es kommt näher. Geschätzte Ankunft T-1. Baby versichert dir, dass du weiter auf seine Freundschaft zählen kannst und Baby fühlt sich nicht mehr so aufmerksam. Nein! Ja, aber immerhin ist unser Verstand noch in Ordnung, so wie es aussieht. Das ist das Wichtigste. Wachsam. Und immer noch wachsam. So, was können wir jetzt hier noch machen? Captain, bisher habe ich im Shuttle für künstliche Schwerkraft gesorgt. Aber ich muss mich vergewissern, wie gut du und die Besatzung in einem Umfeld ohne Schwerkraft, wo ihr also gewichtslos seid, zurechtkommt. Der Vorteil dieser Gewichtslosigkeit ist, dass ihr alles überall aufbewahren könnt. Der Nachteil ist, dass es schwerer wird, sich zu bewegen. Übung macht den Meister, aber wenn mehrere Personen gleichzeitig am Schwerelosigkeitstest teilnehmen, wird es chaotisch. Wen sollen wir testen? Ich würde mal sagen, wir probieren es mit uns selbst. Bin mal gespannt, was passiert. Wie schafft er das nur für mich, die Schwerelosigkeit zu erschaffen? Dieser komische Computer. Ich traue ihm nicht. Tag 10. Du hast den Schwerelosigkeitstest mit Bravour bestanden. Ich habe die Rotation des Shuttles deaktiviert. Dann bist du aus deinem Sitz geschwebt und wie ein olympischer Schwimmer durch die Luft geflogen. Du hast nicht einmal etwas kaputt gemacht. Die Daten, die ich sammeln konnte, werden in Zukunft extrem nützlich sein. Emmett wirkt immer noch hellwach. Habe ich jetzt hier irgendwas gewonnen? Immer noch nicht. Ach Mann. Ich will die Sachen aber nicht auseinanderbauen, weil früher oder später wird das... Ich behaupte, das wird nachteilhaft. Weil wir brauchen im Grunde eigentlich alles. So. Pass auf, Captain, denn das hier ist der Hammer. Wir nähern uns einem Himmelskörper, der ein Planet zu sein scheint. Meine Scanner erkennen kein Leben, aber einige Strukturen auf der Oberfläche deutet darauf hin, dass es irgendwann mal bewohnt gewesen ist. Das Klima ist rau und unfreundlich, aber selbst das ist immer noch besser, als ziellos im All zu treiben, oder? Wir können eine Landung versuchen, aber das Steuern des Schiffes fordert eine außergewöhnliche Auge-Hand-Koordination. Da du eher die Eigenschaften eines ausgewachsenen Trampeltiers aufweist, brauchst du Glück auf deiner Seite, um erfolgreich zu sein. Sollte ich in Anbetracht dessen das Landungsprotokoll einleiten? Wollen wir wirklich jetzt schon auf einem Planeten landen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich mach mal Nein, weil ich habe bei meinem ersten Testdurchlauf, wo ich das kurz mal angespielt habe, bin ich gelandet. Und ich möchte einfach mal, nö, wir landen nicht. Wir fliegen einfach weiter. Der sieht auch aus, als ob da zu viel Schwefel in der Atmosphäre wäre. Dinge, die wir nicht brauchen. Das stinkt eh nach 14. So, wir müssen nicht auf so einem Planeten landen. Nee, das geht ja mal echt nicht. Tag 11. Wir fliegen einfach weiter, winken und fliegen weiter. Oh, Captain, der Planet, an dem wir gestern vorbeigekommen sind, ist längst außer Reichweite. Da die Bedingungen auf seiner Oberfläche alles andere als ideal gewesen sind, verstehe ich, warum du dich entschieden hast, keine Bruchlandung zu riskieren. Deine Ressourcen sind jedoch begrenzt, daher empfehle ich, frühestmöglich ein anderes Gestirn zu suchen, auf dem wir landen könnten. Ich werde es dich wissen lassen, sobald ich einen brauchbaren Landeplatz entdecke. Versuch einfach nicht zu verhungern, bevor es soweit ist. Du bist am Verhungern, Captain. Hm, wie alle anderen auch. Eieiei. Ja, dann bekommen alle nochmal ein bisschen Soup. Wir haben also nochmal eine Ladung Suppe. Kann ich jetzt hier irgendwas machen? No. Na, werden dann gleich wieder drei Flöten gehen. So, dich scheint etwas zu bedrücken, Captain, aber ich habe bemerkt, dass du immer wieder aus dem Fenster in die unendliche Leere starrst. Warum? Hast du etwas verloren? Verstehe, du denkst an die Erde. Ich muss zugeben, sie war schon toll. Also, vor dem nuklearen Grillfest. Ich kann mich für eine Weile abschalten, Captain. Möchtest du einen Moment für dich alleine sein? Artefakt? Warum? Nein, in dem Fall nicht, weil ich kein Artefakt habe. Okay, wir beenden. Wir beenden und... Tag 12. Tritt in Kraft. Genau, Captain. Friss deine Gefühle in dich hinein und entwickle ungesunde Bewältigungsstrategien. Was? Ungesunde Bewältigungsstrategien? Du solltest dich am Leben erhalten. Das tun wir doch. Weißt du, was noch besser ist als ein grimmiger Mensch? Noch mehr grimmige Menschen. Du bist nicht mehr aufmerksam. Du bist hungrig. Baby ist hungrig. Emmett fühlt sich nicht mehr so aufmerksam. Das ist nicht so günstig. 6 Suppen verzehrt, ansonsten haben wir noch nicht viel gemacht. Ich würde echt gerne mal eine Suppe im Gegenstand herstellen, aber wir haben halt einfach keine Ressourcen. Das finde ich voll gemein. So, wir erhalten eine Übertragung von dieser kleinen Station. Möchten Sie die beste Version Ihrer selbst werden? Wir bei Genotex glauben, dass Sie selbst bestimmen sollen, wer Sie sein möchten. Genau deshalb bieten wir Ihnen auch die Möglichkeit, Ihre Gene zu verändern. Unsere neuen Produktreihen wird verändern, wie Ihr Körper schwitzt. Was?
Sie können sich entscheiden, ob Ihr Schweiß nach Rosenregen oder für die Gemäß unter Ihnen nach Thymian riechen soll. Es spielt keine Rolle, welcher Geruch Ihre Spezies auch gefällt. Für den kleinen Preis von einem Quasar, was gehört er Ihnen? Antworten Sie auf diese Übertragung, falls Sie eine kostenlose Probe von unserem Produkt und unserem Katalog erhalten möchten. Möchten Sie diese kostenlose Probe, Captain? Ja, auf jeden Fall. Ich nehme alles, was ich kriegen kann. Und wenn ich es bloß auseinandernehmen kann. Okay. Wir beenden es und gehen in Tag Nummer 13. Du hast dich dazu entschieden, die kostenlose Probe von einem Produkt anzunehmen, das deinen Schweiß verändern kann. Uns wurde von der Station eine kleine Kapsel zugeschickt. Sie enthielt ein Fläschchen mit einer Flüssigkeit, die du tapfer in einem Zug heruntergeschluckt hast. Es ist nichts passiert. In der Kapsel war jedoch ein Gratisgeschenk in Form eines Erste-Hilfe-Kastens enthalten, der laut Broschüre überhaupt nicht nötig sei. Und Captain, es ist wohl eindeutig, dass das Ganze ein Reinfall war, also bitte hör auf, an deinen Achseln zu riechen. Sie durften nun überhaupt nicht wie Pina Colada. Ich finde das genauso schade wie du. Okay, aber wir haben jetzt immer den ersten Hilfekasten. Das ist doch schon mal gut. Was nicht gut ist, ist, dass wir immer noch nur Dinge recyceln können. Oh, wir können es halt nicht erlauben, irgendetwas anderes zu zerstören. Sir, Baby Bronco ist schon den ganzen Tag über schlecht gelaunt. Du willst wissen, was mit ihm los ist? Captain, sagt Baby, keiner nimmt mich ernst. Alle mögen mich nur wegen meiner Muckis. Wenn ich mal ein Kompliment kriege, dann für meine Muckis. Meine Eltern haben immer gesagt, dass ich die Schwierigkeiten nicht wert bin, durch die ich mich immer boxe, jammert er. Ich bin wirklich ein Klecks. Ich meine, ein Klotz am Bein. Deine Entscheidung, Captain. Was? Was? Nein, du bist kein Klotz am Bein. So, bauen wir den Kollegen mal ein bisschen auf. Ich habe gerade eben erst nicht verstanden. Über alle Sterne ein Herzchen, okay? So, als Baby eine Sinnkrise hatte, hast du ihm versichert, dass er kein Klotz am Bein war. Du hast ihm gesagt, dass seine Muskeln zwar hilfreich sind, aber seine Charakter und seine Leidenschaft ihn zum Liebling des Teams machen. Sehr taktvoll, Captain. Babys Augen füllten sich mit Tränen. Du bist der Papa, den ich mir schon immer gewünscht habe, Captain, seufzt er. Meine Eltern waren nie gut zu mir. Ich bin nur hier, weil Mama und Papa Bronco mich bei den Cops verpfiffen haben. Sie haben mich im Knast gelassen, haben gesagt, dass ich nicht ihr Sohn wäre. Ihr wurdet von euren Gefühlen bemannt und Bronco lehnte seinen massiven Schädel gegen deine Schulter. Das Gefühl, jemanden oder etwas zu beschützen, war dir vollkommen neu. Was, Baby, sind nicht verliebt? Nein! Hilfe! Fuck! Okay, zum Glück nur befreundet. Heieieiei. Also, nichts gegen, ihr wisst schon, aber das war jetzt nicht unbedingt das, was ich hier erzielen wollte. Space Love. Okay, gucken wir mal, was wir jetzt hier noch haben. Siehst du diesen Tresor da in der Ecke? Captain, das ist ein Tresor des Captains. Was? Captain, das ist der Tresor des Captains. Warum weiß ich davon nichts? Er ist nur für dich bestimmt. Warum sagst du mir das erst jetzt? Sicher hast du den Code? Nein, Logikchip überhitzt, Systemfehler. Wurdest du wirklich vom Astro-Bürger Führungsstab zum Captain ernannt? Der du warst es doch. Im Zweifel für den Angeklagten, zumindest vorerst. Da du den Code nicht besitzt, willst du den Tresor mit Gewalt öffnen oder willst du dich lieber auf die Fingerfertigkeit verlassen? Ja, ich nehme die Gewalt, weil Fingerfertigkeit bin ich noch beschissener. Gut, wir gehen in den nächsten Tag. Und Trommelwirbeln. Brrr, Tag 15. Psch. Oh Gott, wir sind schon wieder am Verhungern, ne? Der Tresor in der Ecke ist immer noch verschlossen. Egal, wie sehr du auch deine Muskeln hast spielen lassen, deine Bemühungen waren völlig umsonst. Anscheinend hast du es übertrieben. Du siehst gar nicht gut aus, Captain. Spürst du deine Arme überhaupt noch? Du kränkelst, Captain. Du siehst schwach aus. Du bist schwer verletzt. Was? Du bist am Verhungern. Nein. Oh Gott, Gesundheit. Das heißt, ich muss jetzt das hier machen und das hier. Fuck! Und damit ist auch unser letztes Essen weg. Nein! Oh Gott, ich wusste nicht, dass das passieren kann. Ist wahrscheinlich ein Patzer oder sowas gewesen. So, wieder eine Entscheidung. Captain, oh Gott, wir können ohnehin nur Nein sagen. Captain, wach auf, wir nähern uns einer Art Himmelskörper. Er ähnelt einem Mond, aber ich glaube, dass er eigentlich ein kleiner Planet ist. Ich führe einen schnellen Scan durch. 96%, 98%, 100%. Scan abgeschlossen. Ich hatte recht, ein kleiner, felsiger Planet ohne organische Lebensform, aber dort unten herrscht reges Treiben. Merkwürdig. Meine Scanner können eine Atmosphäre erkennen, die zwar für die menschliche Atmung geeignet ist, aber nur wenig Sauerstoff enthält. Captain, wenn du sicher auf deinem Planeten landen willst, dann wirst du dich um eine kleine Fehlfunktion in unserem Lenksystem kümmern müssen, da wir im Moment nicht einmal in der Lage sind, uns zu drehen. Oh, du wirst das erledigen müssen, bevor wir in den Planeten vorbeigeschwebt sind. Beeile dich, ich kann's nicht!
Nein, wir werden in dem, im ewigen Allweil bleiben. Warum musste jetzt eine Fehlfunktion vorherrschen? Das ist gar nicht gut. Tag 16. Du und deine Besatzung haben sehnsüchtig aus dem Fenster des Shuttles geschaut, als der mondähnliche Planet hinter uns verschwunden ist. Wir sind friedlich an ihm vorbeigeschwebt. Du konntest dich wohl wieder zusammenflicken. Du bist nicht mehr schwach. Deine Verletzungen sind verheilt. Du siehst fantastisch aus, Captain. Jetzt strotzt du vor Energie. Ja, energiegeladen. Das würde uns unglaublich weiterhelfen, jetzt wenn wir sterben. Hast du in letzter Zeit in den Spiegel geschaut, Captain? Ich kam nicht umhin zu bemerken, dass du einen Ausschlag zu haben scheinst. Nein. Ich hoffe, es ist nichts Ernstes, aber wir können nicht ausschließen, dass es ein Symptom einer gefährlichen Krankheit ist. Man kann nie vorsichtig genug sein. Ich würde dir wärmstens empfehlen, etwas gegen den Ausschlag zu unternehmen. Ich schwöre, ich mache mir Sorgen um deine Gesundheit. Es geht wirklich nicht darum, wie komisch du gerade aussiehst. Ich kann nichts machen, weil ich weder das eine noch das andere habe. Scheibenkleister oder Moment, vielleicht zerleg ich jetzt doch mal was, was völlig sinnlos ist. Was ist denn das? Was bekomme ich denn dafür? Klebeband. Schaufel. Das Schaufelspiel war sowieso doof. So, wir zerlegen jetzt mal Dinge. Öko-Shuttle, was? Was haben wir denn jetzt? Hallo, Captain. Ach, du meine Güte, du siehst heute nicht sehr gut aus. Der Ausschlag hat sich offenbar über deinen ganzen Körper ausgebreitet. Igitt! Du scheinst zu dem Fieber zu haben, Captain. Du hättest deine Krankheit nicht unbehandelt lassen sollen. Ich hoffe, du erholst dich schnell. Das Schicksal der Mission lastet auf deiner Schulter, aber du weißt ja, kein Druck. Recycling abgeschlossen. Du fühlst dich nicht mehr energiegeladen. Ja, immerhin passiert hier tatsächlich nicht viel. So, warum steht da jetzt eine Pizza? Warum steht da jetzt eine Pizza? Wo haben die die Pizza her? Sie können es wahrscheinlich gar nicht essen. So, wir können jetzt auf jeden Fall jetzt hier eine Suppe produzieren. Das ist das Wichtige, ne? Deswegen zerlege ich jetzt hier halt die Sachen, weil ich halt eine Suppe haben will. Captain Thompson, da draußen wartet ein Lieferant. Er schaut da auf eine Art Wurmloch, aus einer Art Wurmloch, auf der Schachtel hinter ihm steht Pegasus-Pizza, Lieferung in 300 Millisekunden oder sie erhalten ihr Geld zurück. Ui. Er wedelt verärgert mit einem fettigen Schachtel. Sein Akzent ist nicht einfach zu entziffern. Ich frage mich, von wo oder wann er kommt. Sollen wir versuchen, mit ihm zu sprechen oder ihm etwas von Wert gegen seine Schachtel mit Zeug einzutauschen? Ja, ich kann's nicht. Scheiße. Wir haben einfach nichts. Wir haben nichts. Das ist unser großes Problem. Wir haben Sachen, aber keiner von diesen Sachen bringt irgendwas. Der Typ von Pegasus Pizza starrte uns ungläubig an, während wir auch ungläubig zurückstarrten. Schon bald wurde er sehr zornig. Vielleicht war er im Rückstand mit seiner Quote von 3 Lieferungen pro Sekunde. Er fing an, uns mit Schachteln zu bewerfen, griff dann versehentlich nach einer Art Ladegerät und warf das auch. Oh, er zitterte vor Wut, bevor er das Wurmloch schloss. Eine Batterie ist bestimmt besser als das fettige Zeug in dem Karton. Wir haben eine Batterie bekommen, die wir bisher noch nie gebraucht haben. Und wir haben endlich eine Pizza. Oh Gott, aber ich muss trotzdem nochmal was recyceln. Was recyceln wir denn jetzt? Eine Suppe haben wir jetzt. Komm, wir recyceln den Scheiß hier. Den Raumanzug. Kacke. Captain, du hast deine Mundhygiene vernachlässigt und deine Zähne viel zu lange nicht geputzt. Ich sage dir, der fiese Zahn muss raus, bevor die Sache noch schlimmer wird. Aber keine Sorge, es tut nur ganz kurz weh und vielleicht darfst du dir zur Belohnung auch etwas aus der Spielzeugbox nehmen. Wie es das Protokoll vorsieht, wurde die nötigen Werkzeuge automatisch ausgegeben. Ein Stück Faden, eine Flasche, Narkotikum nehme ich an. Auf der Flasche ist das Astro-Bürger-Logo und jemand hat Narkotikum per Hand draufgeschrieben. Brauchst du einen Assistenten für die Prozedur? Ja, ich nehme den Baby Bronco, der mag uns ja so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir werden sowas von sterben, wir werden sowas von sterben. Ich bin noch nie nicht auf einem Planeten gelandet. Ich glaube, das ist schlecht. Was? Öko-Shuttle 2? Warum? Wir verhungern schon wieder. Du stecktest die Prozedur tapfer weg, aber Baby verdaute den Anblick weniger gut und bestand im Schock darauf, die ganze Flasche des Narkotikums auszudrücken, um die Nerven zu beruhigen. Baby wurde nach Verzehr der gesamten Flüssigkeit ohnmächtig und dachte erst nach einer langen Weile wieder auf. Er fühlte sich schwach und antriebslos. Hat mal jemand auf das Verfallsdatum gesehen? Baby bleibt dein Freund. Recycling abgeschlossen. Du bist am Verhungern, Captain. Ja, und die anderen ebenfalls. Scheibenkleister, wir stellen hier eine Suppe her und hoffen, das wird uns helfen. Nochmal eine Entscheidung.
Wir empfangen ein Signal aus dem All. Es scheint ein Pulsar zu sein, außer dass er anders pulsiert als alles, was wir bisher jemals gesehen haben. Pulsare sind Neutronensterne mit einem äußerst schnellen Rotation. Sie senden elektromagnetische Strahlen aus, die sie intelligent erscheinen lassen, aber sie sind es nicht. Doch dieser hier ist intelligent. Möchtest du die Botschaft entschlüsseln? Ja, bitte mach das, lieber Emmett. Vielleicht kommt dann einfach nur SOS, SOS und wir senden auch zurück SOS, SOS. Okay, meine lieben Freunde. Ich befürchte, dass wir demnächst sterben werden. Deswegen werde ich jetzt einfach mal keinen Cut setzen. Also wenn diese Folge jetzt hier noch länger geht, so ungefähr 5 Minuten, dann sind wir danach tot. Und wenn es jetzt hier gleich dann doch einen Cut gibt, dann gibt es einfach dann quasi noch eine weitere Folge.